Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Ahuto. Und ja, heute ist so ein bisschen ein Halbzeitspiel, würde ich mal sagen, oder eine Halbzeitfolge, weil, ja, tatsächlich läuft ja gerade das Spiel von der Schweiz gegen hier Serbien, genau. Und ja, da muss ich jetzt hier mal in der Pause ein bisschen was machen, oder würde ich sagen, ja, damit ich auch mal was schaffe hier, ne, nach dem komischen Deutschland-Spiel heute. Kennt ihr vielleicht noch aus der WM 2018, ne, ist jetzt schon ein halbes Jahr her, aber ich habe ja auch im Adventskalender schon immer mal davon gesprochen, und darüber mich aufgeregt, dass Deutschland schlecht ist. Ja, und es ist leider nicht viel besser geworden seitdem, ne. Es ist immer noch, oder Deutschland sind jetzt raus, ne, und jetzt, ja, muss ich ja irgendwas anderes gucken, deswegen gucke ich jetzt einfach mal die Schweiz. Ja, ist natürlich dann die beste Wahl, ne? Und, ja, da geht's gleich weiter. Aber bei denen sieht's wesentlich besser aus, ne? Ja, die werden wahrscheinlich weiterkommen. Mal sehen, wie weit. Ich denke aber mal nicht, dass sie jetzt so übelst Platz 1 und so werden, ne? Aber mal schauen, ne? Ich weiß es halt noch nicht, ihr schon. Ja, mal gucken, ne? So, ich würde sagen, wie kriegt man denn diese komische Map weg? Kann ich jetzt hier oben X drücken? Nee. Hä, wie geht denn das? Hä? Bei J hier, wenn ich drücke, ne? Das geht nicht. Wenn ich hier Close drücke, ne, das bringt alles nichts. Toll. Oder bei E, warte, wenn ich E drücke, ich kann das nicht schließen, dieses Fenster. Ja, toll. Wir haben jetzt immer so ein Ding da oben. Da habe ich auch nicht so viel Bock drauf, weil das direkt im Sichtfeld ist. Hä, wer hat denn das eingestellt? Das habe ich doch nicht gemacht. Mod Options? Hä? Was ist denn das, Alter? Wie kriege ich das weg? Und ja, ich habe ja noch meine Dias, die würde ich auch gleich mal sicherstellen. Oder naja, ich tue sie halt einfach in eine Kiste, wo sie mir natürlich geklaut werden können, aber ist ja erstmal egal. Ich hoffe, das tut halt keiner. Und ja, dann schauen wir mal. So, hier würde ich die reinpacken, ne, zu den anderen Dias. Die habe ich auch noch bekommen, die da oben habe ich ja vorher bekommen von Duckfish, ne. Ich kann ja die hier noch zu Blöcken craften. Ja, da müssten wir irgendwie auf fast 2 Stacks oder so kommen. Ah ja, hier ist ja eine Workbench. Die einzige hier irgendwie. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding da oben wegkriege, gell? Das ist noch jetzt so eine Sache, die mich übelst stört. Hä, wie geht das, bitteschön? Ich kann das nicht schließen, ich kann die Scheiße nicht verschieben. Und ich will jetzt ja nicht bei J ewig gucken. Actions. About. Disable Mapping. Nee, bringt alles nichts. Ich mach mal wieder irgendwas kaputt, ne? War ja klar. Show Grid, Show Players. Day, Night, Caves, Show Mobs, Animals. Ja, das wird alles nichts hier, glaube ich. Grid kann ich ja. Ah ne, das ist sowas ja nur. UI Team, Theme. Warte, ich kann nochmal an der Seite gucken. Options. Hier hat man noch eine Option. Minimap Presets, Map Map, Web Map. Close, nee. Minimap Preset 1. Enable Minimap. Ich mach das mal jetzt ja aus. Ach, ey, was ist das? Enable Minimap, ich hab's doch ausgemacht. So, jetzt mache ich das noch aus. Dann Close, Close. Oh, es ist weg. Oh, zum Glück, ey. So ein Scheiß, ja. Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Ganz ehrlich. Ja, keine Ahnung. Ja, die tue ich nochmal hier unten hin, ne? So, dass diese Belohnung quasi, die ich schon mal im Voraus bekommen habe von XQ für meine Aufgabe, die werde ich dann aber erst in der nächsten Folge angehen. Heute mache ich dann so ein paar Kleinigkeiten. Ich würde sagen, ja, ich brauche halt Holz, ne? Ja, das habe ich ja schon nachgeguckt, da habe ich halt nichts mehr. Und da gehe ich mal los, ne, und hol welches. Ja, hier hinten pflanzt sich ja immer irgendwie alles neu, ne? Da kann ich ja theoretisch jetzt einfach mal ein bisschen durchbügeln hier. Ja, geht ja schnell, ne? Da mache ich das nur mal kurz jetzt. Da haben wir schon dann wieder einiges zusammen. Und da kann ich dann schön noch diese Folge am besten weiterbauen, ne? Und ja, da hat sich das dann auch. Ja, heute also mal eine andere Folge, die jetzt nicht so vorbereitet ist. So ein bisschen in Eile aufgenommen. Aber, naja, ich habe heute eh nicht mehr so viel Zeit. Und ich muss halt die Zeit jetzt nutzen, wo gerade Halbzeit ist, ne? Weil ich halt das Spiel schon gern sehen würde, ne? Nachdem das andere Spiel, was ich vorhin auch noch gesehen hatte und wo ich auch viel Zeit reingesteckt habe dementsprechend. Nachdem das halt so schlecht lief, ne? Ja. Ist halt ziemlich blöd. Deutschland 2-0 verloren. Ey, Neuer, am Ende rennt er einfach raus und lässt noch ein 2-0 zu. Ich glaub's nicht. Also das war ja sowieso die, ja, die Aktion des Jahrhunderts, ja.
Nur gut, dass es da um nichts mehr ging, weil das war halt schon die 95. Minute oder so. Und es stand irgendwie 0-1 gegen Deutschland und ja, da war es dann auch egal. Aber dennoch hat es einfach uns noch auf den letzten Platz der Tabelle katapultiert. Und die letzte Ehre genommen sozusagen. Sonst wären wir wenigstens noch Platz 3 gewesen in der Gruppe. Aber so, nix. Na toll. Ja, ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber was willst du machen, ne? Kannst du halt nicht beeinflussen, da oben. Ja, immer die da oben hier. Die machen doch alles, was sie wollen. Nee, keine Ahnung. Gehen wir mal jetzt nicht ins Politische. Da hört's nämlich auf bei mir. Ja, wir gucken mal. Ich muss mal jetzt hier, würde ich sagen, losgehen und ins Bett, genau. Weil es wird langsam ein bisschen zu nervig hier mit dem Regen. Keine Lust mehr drauf. Ah ja, da steht's ja jetzt. Habe ich ja ein bisschen umgestellt hier. So, irgendwie leckt's auch heute sehr. Ich weiß nicht, ich habe schlechtes Internet. So, während der Spiele geht's immer. Ja, da ist das Internet immer stabil, während die Spiele laufen. Zumindest vorhin während Deutschland war das wirklich so, ne? Während der ersten Halbzeit Internet stabil. Dann in der Halbzeit ist es so komplett down. Da konnte ich nichts machen. Irgendwie, ja. Und dann zweite Halbzeit beginnt, erstmal wieder Internet da. Alles klar, dachte ich mir nur so, naja. Aber so ist es halt, ne? Wenn dann alle gleichzeitig online gehen nach dem Spiel und das einfach zusammenbricht. Ja, da hat, keine Ahnung, jeder Internetanbieter auf jeden Fall Probleme. Ja, so. Okay, dann gucken wir mal. Bisschen was nachgepflanzt, mal per Hand, ne? Warum nicht? Und ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit hier, um das zu setzen. Anderthalb Stacks habe ich wieder. Also es geht halt echt ruckzuck hier, ne? Mit dem Holzfarmen. Gerade wenn wir jetzt hier so in der Nähe direkt einen Wald haben, ne? Wo das einfach mal so geht. Und ja, hier hinten muss ich auch mal mir noch was überlegen. Hier werde ich wohl eine Wand reinziehen noch. Das könnten wir theoretisch auch direkt mal nebenbei angehen, ne? Warum nicht? Ach komm, ich mache einfach mal hier den ganzen Stack durch, ne? Und dann hier in der Mitte machen wir einen hoch, so. Genau, perfekt. Das hätten wir. Da müssen wir natürlich hier auf die Fackel verzichten. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, dann hier unten nochmal. So. Genau, das hätten wir schon mal. Und ja, dann, ja, ich weiß nicht, ob ich hier noch zubaue. Vielleicht einen noch, aber ist im Endeffekt auch nicht so wichtig. Werden wir halt sehen. Da müsste halt hier dann der Vollständigkeit halber auch noch so ein Ding hin. Und ich weiß noch nicht, ob das passt. Naja, werde ich mich später zu entscheiden oder auch nicht. Jetzt würde ich sagen, gehe ich erstmal hier in die Ecke und setze nochmal die restlichen Blöcke, ne? Ja, damit die Wand auch mal vorangeht. Ja, in letzter Zeit passiert das mit der Wand hier und so immer alles onscreen. Aber, ja, ist ja letztendlich auch nicht allzu schlimm. So, dann hier kommt dann natürlich erst der Block hin, weil ich geizig bin. Ah ne, den sieht man ja auch nicht. Ach doch, von der Seite, na gut. Dann wegen mir. Und ja, ich weiß, diese abgerundeten Blöcke muss ich mal endlich wieder fixen, ne? Oder was heißt wieder? Überhaupt erstmal, ne? Ja, ist halt ziemlich nervig hier. Aber was willst du machen? Ist halt leider so. Ja, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal gestemmt kriege. Ach so, hier habe ich das falsche Holz verwendet, oder was? Ja, das geht halt so nicht. Hä? Als ob man einfach Resin rauskriegt, obwohl ich die selbst gesetzt habe. Hä? Als ob? Seit wann geht das? Ich dachte, das geht nur, wenn man die zum ersten Mal aberntet. Da kann ich ja einfach mir jetzt hier die ganze Zeit Fichtenholz hinsetzen und kostenlos Resin farmen, oder was? Immer weiter. Da könnte ich ja auch einen Blockbläser nehmen und einen Blockzerstörer quasi. Und, ja, fertig ist die Laube. Ja, da hätte ich dann unendlich Resin, oder was? Das ist ja auch ein bisschen sinnlos, ne? Ein bisschen verbuggt, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist. So, dann hier mal alles zubauen, ne? Weil das, ja, das passt halt nicht hier. Ich meine, die können vielleicht noch rausgucken, aber der Rest eben nicht. Und die wird eh nicht genutzt, ey. Kann man die nicht 10 Blöcke weniger machen und dann einfach hier alles zulassen? Ja, das wäre doch mal auch eine Maßnahme. Also ganz ehrlich, ich finde das dann immer ein bisschen nervig, wie hier irgendwie so alles verunstaltet ist durch diese Schmieden, ne? Die sind mir schon seit Anfang an Dorn im Auge, weil wir brauchen sie doch eh nicht, ja? Ja, wir brauchen nicht mal eine davon komplett und ja, die sind einfach nur sinnlos. So, aber unser Holzverschleiß ist auch nicht mehr feierlich hier, ne? Ist doch ziemlich viel, also da muss man schon dann doch nochmal einiges farmen, auch wenn es schnell geht. Ja, ist natürlich ein bisschen nervig, aber
Kriege ich auch noch hin. Jetzt haben wir hier die Seite zumindest schon mal fertig. Was nehme ich denn jetzt als Thumbnail? Ich würde sagen, den Wald einfach mal, ne? Weil ich da so ein bisschen weitergebaut oder abgebaut habe. Also, ja, warum nicht? Und ansonsten wäre es das dann auch schon gewesen von der Folge. Wir sind am Ende angekommen. Ja, Spiel geht weiter, schon seit ein paar Minuten. Und ja, da würde ich dann mal dazu stoßen und mir das Ganze jetzt noch angucken. Und, ah ja, ich wollte mir auch noch die Highlights aus den ersten Spielen angucken. Ja, sind immer nur so kurze Videos auf ZDF Sport. Ja, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Aber da kann man immer das Ganze gut nachgucken. Ja, nehmen wir das einfach mal so, würde ich sagen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.